Okay. K-Pop Gang, Alter. Die beiden hatten Zeit, die Haare zu machen, ich nicht. Deswegen, Bamshop, Leute, jetzt ja. Im Angebot, 20%. Ja. Ich fühle mich direkt wohl hier. Ja, meine Haare sind halt wack, ja. Ja, dann muss man zum guten Friseur gehen. Ich kann dir ja jemanden empfehlen. Ich traue dich schon mehr als. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ich bin Friseurmeisterin hier. Du bist Friseurmeisterin? Friseurmeisterin. Schneidest du mir mal die Haare? Das ist mein Kacks, die Haare sind das Einzige, was ich habe in meinem Leben. Ist das nicht viel zu wahr? Nein, ihr habt alle jetzt so coole Frisuren und ich nicht. Deswegen habe ich Minderwertigkeitskomplexe. Oh. Ja. Aber hey, darum geht's gar nicht. Ja, darum geht's gar nicht. Warum geht's eigentlich? Keine Ahnung. Das Ding ist, wir spielen Smash. Es gibt ja drei Punkte, die wir jetzt raussuchen, die so übertrieben doppeldeutig sind. Ich komme mir blöd vor bei diesem Video. Aber ihr müsst das sehen, meine lieben Freunde. Es ist zu wichtig. Wir müssen das mit der Welt teilen. Es tut mir leid. Falls ihr jetzt in die Kommentare schreiben solltet, wow, die sind fucking 8 Jahre alt. Ihr habt vollkommen recht. Ja, kurze Vorwarnung. Vielleicht könnt ihr danach nicht mehr so Smash wahrnehmen, wie ihr es vorher wahrgenommen habt. Ja, also falls ihr noch gerne Smash weiterspielen wollt, dann solltet ihr jetzt auch. Ey, ihr müsst das sehen. Punkt. Ich fange an mit dem ersten Punkt, allein das Wort Smash. Lass mal Smash. Kennst du nicht diesen einen Vogel, wo man den mal aus dem Meme macht, wenn er so rumläuft und so, let me smash. Let me smash, please. No, Ron. Oh, some fuck. Auf jeden Fall, Ali schreibt mir so WhatsApp so, hey, sollen wir heute Abend smashen? Ich so, hä? Das? Also, weil ich zock ja selber nicht so viel. Und dann meint Ali noch so, ja, mit Erik zusammen. Wir können zu dritt smashen. Ich so, hä? Was geht denn ab, Alter? Erik, du. Ey, heute Abend smashen? Ja, sehr geil. Schon richtig lange nicht mehr gesmashed. Ich mach dich fertig. Nein, nein, nein. Du wirst richtig schwitzen, Bruder. Sollen wir noch mehr einladen? Ich glaube, in der Gruppe ist geiler. Lass Ali fragen. Ja, Mann, ich habe letztens 7 Stunden mit ihr durchgesmashed. Ja, dann ist sie wohl richtig gut darin. Nice. Und was sagst du? Aber abgesehen davon, dass dein Name schon so zweideutig ist, dieses Soundeffekt. Mein lieben Freunde, als ich das entdeckt habe, das war das Ausschlaggebendste. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz eine Mini-Demonstration, warum das so komplett behindert ist. Jetzt ist Stretching angesagt. Das geht doch. Das geht doch. Das ist eine Sache, die man im Alltag sagen wird. Ja, ich habe schon Bock, mit ihr zu trainieren bis jetzt. Das ist schon sehr motivierend auf jeden Fall. Ja, liebe Freunde. Ihre Stimme. Führe die Bewegung ruhig und fließend aus. Ja, das ist ja schon sehr, ne? Du schwankst ein wenig. Ich weiß nicht, warum das so klingt. Was hat die gesagt? Du schwankst ein wenig. 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 Achte auf deine Haltung. Hüften nach vorn. Das hat wirklich Spaß gemacht. Als ob man das so sagt oder danach so. Das hat wirklich Spaß gemacht. War das nicht? Ja, man stellt sich so auf, so, das hat wirklich Spaß. Jetzt ist Stretching angesagt. Dehnen wir unsere Beine. Stärke deine Rumpfmuskulatur. Achte auf deine Haltung. Hüften nach vorn. Du schaffst ein Ding. Total motiviert. Ah. Ich hab richtig Bock drauf. Ah. Ah, ja geil, ey. Kann nicht mehr. Wenn man das falsche Loch erwischt. Tut mir leid. Ups. Ich bin einmal in diesem Denken drin, ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Und Video ist ab 18. Video ist ab 18. Was ist das? Irgendwas schlucken. Da. Ich schluck gerne. Das würde ich so gut geschmeckt so. Oh mein Gott. Erik haut einfach raus. Ich hab das Gefühl, es ist so der Soundtrack von Boku no Pico. Eigentlich so auch die Augen zumachen jetzt. Krass, wenn die Eltern so reinkommen oder wenn die Eltern so an der Tür vorbeikommen und die hören das so aus ihrem Kinderzimmer. Katastrophe. Vom Kind. Oh, lieben vorbei. Hilft meine lieben Freunde. That all you got? That all you got? Das ist richtig fordernd. It's game over for you. Dann kommen wir ins Zimmer rein. It's game over for you. So die Mutter erwischt so. It's game over for you. Der steckt sich auf jeden Fall an. Er steckt auf jeden Fall. Mit Motivation dabei. I'm finished. Das ist krass. Aber der Beste ist Kirby. Alle lieben Leute, die Hentai-Fans sind, einmal die Augen zu machen. Denn Kirby ist das. Ja, hört einfach. Ja! Was ist das? Das ist so krass. So, das Liebeste Anime-Stöhnen. Das ist wie es im Buche steht.
Das ist Alter. Wie geht's so krass? Alter, mach das mal kurz. So richtig so, der Typ so. I'm finished. Das Girl so da liegt so. Das ist too much für mich, ich kann das nicht. Kirby ist erwachsen geworden. Pikachu! Was? Was? Erstmal so Identitätskrise kriegen wir nicht mehr. Ihr versteht, was wir meinen. Ich glaube, es kommt. Und jetzt stellt euch vor, das Ganze sieht so aus. Was macht ihr da? Sonnengruß! I'm finished. Wenn wir eure Kindheit bis jetzt noch nicht zerstört haben, dann ist jetzt das Finale. Das Finale im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der Endgegner. Ju, Ali, ich haben hier noch mal ein bisschen gezockt. Ein bisschen gesmashed. Gesmashed. So, wir haben gesmashed. Und der Endgegner ist eine Hand. Also, literally, eine Hand. Und es war alles okay, bis wir diese Hand bekämpfen und ich immer gesagt habe, einfach so aus Joke, so, yo, Erik, merk dir die Handbewegungen, die brauchst du später, wenn du erwachsen bist, so. Stellt euch einfach diese Handbewegung vor mit diesem Gestöhne noch dazu. Gestöhne bitte. Auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Und Andi saß die ganze Zeit neben mir und meinte so, du, merk dir das für später, das soll halt alles praktisch sein, das ist alles gerade. Ob du das später bei mir machen würdest, nicht sagen. Was? Ja klar, wir abends auf der Couch, sagen, merk dir das für später. Als ob. Nein. Eigentlich meinte, merk das mit einer zukünftigen Freundinnen oder Freundin, whatever. Diese Handbewegungen sind sehr praktisch. Ich meine, du musst es ja wissen, so, ne? Oh mein Gott. Ja, aber einen kleinen Clip für euch vor Freunde. Gönnt euch! Unsere Unschuld wurde mit diesem Spiel auf jeden Fall genommen und eure jetzt auch. Es tut mir leid. Ja. Ich smash die wieder mit euch. Also, meine Freunde, es tut mir leid. Also, es ist so bescheuert gewesen, aber ich konnte ihr lachen. Wir mussten es tun. Es gab keinen Weg daran vorbei. Wir haben nur noch darüber gelacht, jeden Abend. Und geheult. Meine lieben Leute, viel Spaß bei Super Smash Bros. Folgt gerne den beiden hier auf Instagram oder YouTube oder. Whatever. Ich habe hier eine Sache eingeblendet. Facebook? Spaß! Facebook! Verlinkt bei TikTok, ja. Hast du das echt TikTok gemacht? Ja, leider. Oh. Ja, finished. Okay, ich glaube, wir gehen nach Hause. Mann! Alles, meine Freunde, folgt mir gerne auf Twitch, denn da spielen wir abends jetzt immer Smash. Mit deinen Zuschauern smashst du sozusagen. Nein, das geht nicht so gut bei Smash. Ich spiele einfach nur die Story durch und ihr könnt zugucken, wie ich smashe. Alles fand egal, was man sagt. Ja, tschüss und bis nächstes Video. Ciao. Ach ja, übrigens, im Dezember kommen jetzt immer zwei Videos die Woche, damit ihr den TKP auch so zuhört. Und mehr Geld machen. Damit ich mir eine Wohnung leisten kann. Ja, meine lieben Freunde. Also, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Tschüss. Ciao. Ciao. Das ist der Cross-Dab. Was? Multi-Dab. Folgt mal auf TikTok, ich hab kein TikTok.